Hallo und damit willkommen zu einer neuen Folge vom Granny Simulator. Hier mit mir und dem Marc. Hallo, mal Hi. wieder. Ja, jetzt haben wir natürlich mal wieder die Rollen getauscht. Ja, ich bin jetzt wieder die Oma. Ja. Und wir sind im dritten Level. Wir sind im dritten Level. Ich habe ja in der letzten Folge gerade schon gedacht, wir kommen jetzt zum Halloween-Spezial. Aber nein, wir sind erst im dritten Level. Und Marc, es steht 2 zu 0 für mich. Ha. Ja, stimmt. Ich war ganz überrascht im letzten Part, dass Aschna auf einmal gewonnen hat. Ich wusste gar nicht, warum. Sie hat einfach alle Aufgaben erfüllt. Dann war die Zeit abgelaufen. Ich fand das irgendwie ein bisschen einfacher. Also irgendwas schwerer, aber irgendwie auch einfacher. Weil ich werde brutal zurückschlagen im nächsten Part. Oder mach jetzt mal. Schon. Ich muss jetzt auch Aufgaben lösen. Gut, ich mach schon mal ready. Ja, wir sind gespannt auf das dritte Level. Ja, was soll jetzt noch kommen? Tag, Nacht, hatten wir jetzt beides? Wir werden sehen. Chaos Grandmother. Okay, wir starten einfach mal woanders und die Räume sind neu, oder was? Oh mein Gott. Bei mir steht, ich muss Pillen finden. Okay. Aber die könnten was bei mir verändern. Ich könnte dadurch sehr aggressiv werden, was auch immer das bedeutet. Und ich kann jetzt mich bücken. Konnte ich vorher noch nicht, glaube ich. Da stand jetzt drücke C zum Crouchen. Bin ich gespannt. Oh, ich komme mir vor, als ob ich super schnell jetzt bin, nachdem ich gerade die alte Oma hatte. Ja, und ich fühle mich gerade mega langsam wieder. Logisch, ne? Diese Räume sind anders, ne? Na klar. Das sind andere ja, Räume. Ja, ist irgendwie ein anderes Haus. Ein anderes Haus, ja. Der Energie ist schon nervig, wenn dieser so tippelt. Durchs Fenster. Geil. Ich dachte mir so, ich sehe dich da. Probieren wir es mal, ob ich dich treffe. Gott, die Oma sieht auch einfach so creepy aus. Du bist ganz schön schnell. Hau ab. Wow. Nein. Oh Gott, zwischen den Schritten. Oh, warte mal, hier liegt ja noch eine Flasche. Halt, oh nein, ich bin wieder festgehangen. Ach, die hängt ja einfach nur so rum, die Flasche. Hä? Hä? Sag mal, willst du jetzt erzählen, dass du so schnell bist? Was Oder sehe ich dich einfach? Ach da. Katar, jetzt bist du aber echt schnell gewesen. Oh, Alter, was? Du hast ja 3 Meter Bein, ey. Oh Gott, ich bin aber aufgefallen. Oho, das hier mag ich. Zwar... Burn, baby, burn. Ey, du bist aber, du hast ein Turbo eingelegt. Wo bist du? Du hast gecheatet. Ja, ich kann dich jetzt auch abwerfen. Oh, was? Oh, nein! Ich glaube, ich bin. Kloppen wir uns jetzt hier gegenseitig K.O. oder was? Oh. Hab ich das jetzt in mir stecken? What the fuck? Wie beim ersten Mal. Ja, Oma, geh. Ich kann mit dem Stock. Rennst du mir hinterher oder was? Warte, ich renn dir doch nicht hinterher. Ich renn weg von dir. Bist du mal an derselben Stelle, oder? Nee. Warte, der Kitzel, warte. Wo bist du? Machst du hinter dir die Türen zu? Ja, könnte sein. Ey, warte mal. Hä? Wie schwebt denn ein Stock lang? Wie geht das denn? Aua, aua. Aua, nein, ich häng schon wieder. Oh nein. I'm having a weird time. Ach, guten I Tag. I should clean up the clothes in my room. Okay. Boah, jetzt hast du noch einstecken. Ich sehe dich übrigens nicht, ne? Nicht? Nee. Oh Gott, ich hab rote Augen, wie bei einem Zombie. Ich sehe dich, jetzt kannst du mal vor mich kommen. Ich muss dich einmal treten, weil hier bin ich halt gar nicht. Siehst mich gar nicht, okay. Meine Stimme hat die. Gott, du siehst wirklich aus wie ein Zombie. Oh, du wirst ein Zombie. Das ist ja eklig. Ich dachte, wir spielen kein Horrorspiel. Und, Autsch. Okay, jetzt habe ich dich gefühlt. Alter, oh nein, es wird dunkel. Oh mein Gott, Aschner, das wird ja doch noch Horror. Du Guck mal, was ich jetzt mache. Du verwandelst dich jetzt. Oh Gott. Nein. Na, quer. Warte, 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 lass mich jetzt was aufnehmen. Die ist ja voll ekelhaft. Irgendwie gruselig. Okay. Alter, nein, das geht nicht. Ich kann dich übrigens jetzt wirklich essen, ne? Kein jetzt kann ich aufessen, ja. Da stand was, ich soll dich essen. Voll eklig. Oh Gott, die Musik wird voll creepy. Oh Gott, ich krieg Gänsehaut gerade. Oh mein Gott. Ich hab ein bisschen Angst vor dir. Hörst du das? Ich krieg rote Augen.
Scheiße. Was kommt denn im Halloween-Spezial? Spezial? Oh Gott, das wird ja immer gruseliger dann von Level zu Level. Das schon so schlimm ist. Also ich finde, oh, die dreht den Kopf nach hinten. Ja, du hast dich da voll eklig bewegt. Oh Gott, wie gruselig. Ohne Scheiß jetzt. Ja, ich mach's schnell. Das Problem ist, das ist ein bisschen blöd bei dem Spiel, weil ich sehe dich einfach nicht. Du siehst mich wieder nicht? Mach mal die Tür auf, direkt unter der Tür. Siehst du mich? Hast du mich gesehen? Nee, ne? Ja, kurz gesehen, aber jetzt bist du durch die Wand. Nee, jetzt bin ich runtergefallen, die Treppe. Ich komme gerade wieder hoch. Autsch! Oh mein Gott. Oh, nee, das ist echt. Und wo bin ich denn jetzt hier? Auf dem Schrank. Auch nett. Oh Gott. Was ist jetzt mit mir? Oh Mann, ich muss mal ein paar Schlüssel sammeln. Wollen wir dir mal ein paar Sachen öffnen? Oh Gott! Alter, hast du mich erschrocken! Oh, mein Herz! Ey, krass! Gell, das ist voll. Ich find's sogar gruselig, wenn ich allein mit mir mache. Wenn du dann das siehst, von vorne, glaub ich. Ich hab mich voll erschrocken, weil das war so unerwartet. Ey, also, wer jagt denn jetzt hier wen, frage ich mich jetzt gerade. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein! Was hier steht jetzt. Ich will das. Oh krass, was ist das denn? Oh, die Musik, ey, kannst du bitte. Soll ich dir mal sagen, was hier steht? Ist ein Molotow-Cocktail? Ich denke, ne, was hier als Text steht. Ja, ja. Ich denke, deinem kleinen Sohn würde es nichts ausmachen, ein Stück von seinem Arm zu essen. Ah, geh weg, da war was. Ey, ich habe nur 4 HP abgezogen. Aber warte mal. Ey, ich denke, ich soll dich töten. Jetzt renne ich vor dir weg. Geh weg. Ich hab Angst. Mama? Mama, wo bist du? Oma dreht durch. Da ist er. Hinter dir. Alter, du bist voll schnell. Gehst du mal weg? Ich hab Angst. Das Spiel hat sich gerade gedreht. Achso, warte mal, ich kann ja crouchen. Ich denke, ich kann crouchen. Jetzt hänge ich hier fest. Nein! Lecker. Alter, was tust du? Oh, du hast meinen Arm! Du hast meinen Arm! Oh Gott, nein! Alter! Ich will meinen Arm! Ja, guck mal, wie viel Arm! Ich will den Arm! Oh, der Schrei von dem... Oh, da liegt mein Arm! Kann ich den aufheben? Geh mal weg. Beide Arme? Nee, ja, nee. Ich sollte noch einen Arm essen. Aber ich hab noch einen. Jetzt steht hier, ich soll dich komplett aufessen. Das ist kein Scherz, ich schwör. Ey, wie du da abkriegst. Oh Gott, ey. Oh. Oh, Granny killed you. Oh nein, mein Kopf. Mein Kopf ist weg, oder? Oh. Was ist das Böse? Oh, das müssen wir vielleicht noch mal spielen. Oh, mal die Oma spielen in dem Mode. Das ist voll creepy. Was passiert hier gerade? Sie dreht den Kopf. Ist das wirklich? Ich sag dir echt, ich hatte echt Schiss in der Runde. In dem Level. Oh, also, guck mal, ich blute aus. Ich würde gerne auch einmal die Oma in dem Level spielen. Das ist nämlich wirklich ein Erlebnis. Oh Gott. Ja. Das machen okay. wir. Raus. Okay, ich bin geschockt von diesem Spiel. Da sind wir alle mit. Das habe ich nicht erwartet. Das hatte ich auch nicht gerechnet. Also, bevor wir vielleicht das letzte Level zeigen, weiß ich ja nicht, können wir ja Aschner noch mal machen lassen. So. Ja. Auf jeden Fall. Im nächsten Part. Ich habe mich gerade so gefreut, wieder dich zu jagen und dann wendet sich einfach mal das komplette Blatt und ich werde gejagt. Wie du kommst und ich so, und dann reiße ich den Arm vor. Und die dann, Schreie von dem Kind. Vor allen Dingen hat er gestanden, ich soll dir auch den anderen Arm rausreißen und dann soll ich dich ganz essen. Also Halloween wird bestimmt, da war jetzt, glaube ich, der dritte Part, ne? Ja, das war der Wenn dritte Halloween Part. Wenn Halloween im fünften kommt, das kann ich euch sagen, ich glaube, das wird richtig eklig. Ich glaube auch. Gut, dann okay. Okay. Spielen wir hier noch eine Runde. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Granny Simulator. Ja, so, jetzt aber nochmal. Wir leben noch. Wir leben noch. Einer von uns beiden lebt gleich nicht mehr. Ja, jetzt werden mir nämlich Arme und Beine rausgerissen von der Oma und dann werde ich komplett gefressen. Wir haben vorher gesagt, witzigerweise, komm, lass uns doch mal kein Horror spielen. Wir machen mal was Lustiges.
Und dann kommt hier sowas, das Kind gegessen. Okay, es klappt. Gut. Jetzt sehe ich auch deine Gesundheitsanzeige. Aber, warte. Also jetzt sehe ich meine Energie. Hä? Jetzt sehe ich aber, ich sehe mich jetzt zweimal. Ich habe jetzt zweimal Granny. Ich stehe hier auch rum, aber neben mir steht noch eine Granny. Was? Und dann steht da Mark Words 100 und Granny Sales 100. Oh, warte mal, jetzt kann ich mich bewegen, aber da steht noch eine Granny. Alter, krass. Ich kann mich nicht bewegen. Hi. Hi. Also bei mir steht immer noch waiting for everyone to connect. Ich kuschel hier mit der anderen Oma. Oh. Komm her, du Hübsche. Das ist für die Outtakes. Oh, ich kann nichts machen. Oh, also nicht so stimmisch. Also wirklich. Also wenn du es sehen könntest. Das muss auf jeden Fall reinschneiden. Komm her. Ich schubber mich an ihr. Oh. Also kann ich das Spiel nicht starten. Ich müsste nochmal rausgehen. Das ist voll doof, aber... Na. Oh! Hilfe! Okay, gut, dann, ja. Sehen wir uns dann doch nochmal gleich wieder. Ja. Oh mein Gott. Ja, komisch.